Setze dich mit gestreckten Beinen auf deine Matte. Fersen drücken in den Boden, Zehen zeigen zu dir. Die Stabhaltung, Dandasana. Drücke deine Handflächen und deinen Unterkörper kräftig in den Boden. Richte den Rücken Wirbel für Wirbel auf. Ziehe mit der nächsten Einatmung dein rechtes Knie zu dir heran und lege deinen rechten Fuß hinter dein Gesäß. Einatmen, strecke dich nach oben. Ausatmen, komme aus der Hüfte heraus nach vorne. Umfasse deinen linken Fuß oder lege die Hände auf deinem Schienbein ab. Variation der halben Vorwärtsbeuge. Jano Shirasana. Schließe deine Augen. Atme über deine Fußsohle bis zu deiner Hüfte ein. Und vom Steißbein über die Wirbelsäule wieder aus. Lasse alle Spannungen los. Strecke dich mit der nächsten Einatmung, mache dich ganz lang. Ausatmen, Namaste. Komme nach vorne. Winkle dein linkes Knie an und lege es vor deine Hüfte. Das rechte Bein ist gestreckt. Lasse deinen Oberkörper nach vorne fließen, strecke die Arme aus und entspanne in der Stellung. Variation von der halben Taube. Ekko Hastapada Kapotasana. Atme tief in deine Hüfte und Leisten. Einatmen, richte deinen Oberkörper auf und komme für ein paar tiefe Atemzüge zurück in Dandasana. Fingerspitzen zeigen nach vorne, die Schultern rollen leicht nach hinten. Atme tief in deinen Rücken und genieße deine aufrechte Haltung. Ziehe mit der nächsten Einatmung dein linkes Knie zu dir heran und lege deinen linken Fuß hinter dein Gesäß. Einatmen, mache dich noch einmal ganz lang. Ausatmen, komme aus der Hüfte heraus nach vorne. Umfasse deinen rechten Fuß oder lege die Hände wieder auf deinem Schienbein ab. Jano Shirasana streckt abwechselnd die Rücken- und Seitenmuskeln, stärkt den Rücken, Lenden, Hüfte und macht sie beweglich. Sie harmonisiert das Sonnengeflecht, dein Energiezentrum im Bauchraum und entwickelt Geduld, Hingabe und die wunderschöne Fähigkeit loszulassen. Strecke dich mit der nächsten Einatmung, mache dich ganz lang. Ausatmen, Namaste. Komme nach vorne, winkle dein rechtes Knie an und gleite in die halbe Taube. Strecke deine Arme und atme tief. Genieße die Dehnung und lasse alles los. Einatmen, richte deinen Oberkörper auf. Und komme für ein paar tiefe Atemzüge zurück in Dandasana.
Bringe deine Aufmerksamkeit in deine Wirbelsäule und spüre nach.